Ein hautloses Etwas reißt sich eine Art Nabelschnur aus dem Bauch. Eine lebendige Waffe ballert auf seltsam entstellte Insektenviecher. Grausam verrenkte Kreaturen versuchen, aus ihren Knochengefängnissen zu entkommen. Die Münder verzerrt, als wollten sie vor Schmerz laut aufschreien. Ihren Lippen entweicht aber kein einziger Laut. Die bisherigen Szenen, die wir aus Scorn zu sehen bekommen haben, waren vor allem eines: eklig und verstörend. Worum es in dem Horror-Adventure geht, hat sich uns aber auch nach etlichen Trailern noch nicht so wirklich erschlossen. Umso glücklicher waren wir daher, das Ding jetzt endlich mal selbst anspielen zu können. Viel schlauer sind wir dadurch zwar nicht geworden, wir können aber zumindest schon mal mit Sicherheit sagen, Scorn wird eines der Horror-Highlights des Halloween-Monats, für das ihr starke Nerven und einen starken Magen mitbringen solltet. Denn die Entwickler von App-Software servieren euch definitiv keine leichte Kost. Zu Beginn werden wir zunächst in den Prolog geschmissen, um uns so ein wenig mit dem Spiel vertraut zu machen. Das klappt aber eher mäßig. Scorn bleibt auch in den ersten Live-Minuten ziemlich kryptisch. Wir wachen mit unserer nackten Spielfigur irgendwo im Nirgendwo auf, reißen uns aus einer Art Wuchs los, krabbeln auf einen Turm zu und fallen dann einen bröckelnden Abhang hinunter. So richtig blicken wir da immer noch nicht durch. Nach dem kurzen Intro dürfen wir aber wenigstens endlich selbst die Kontrolle übernehmen und uns der Frage widmen, was genau ist Scorn denn jetzt eigentlich? Am ehesten könnte man den Titel wohl als Horror-Action-Adventure beschreiben, mit einem leichten Hang zum Walking Simulator. Wir sind in unserer Demo nämlich ganz schön viel zu Fuß unterwegs, um erst einmal die Welt zu erkunden und herauszufinden, was man in der eigentlich so macht. Die Entwickler sind sehr sparsam, was grundlegende Informationen angeht. Ihr bekommt weder Missionsmarker gesetzt, noch ein HUD am oberen Bildschirmrand angezeigt. Bei Interaktionen mit Umgebungsgegenständen kriegt ihr nicht mal gesagt, welche Taste ihr dafür drücken müsst. Wir wandern also recht ziellos durch die düsteren Gänge, bis wir uns an einem Automaten eine Art Schlüssel an den Arm operieren lassen können. Die Prozedur sieht zwar nicht unbedingt angenehm aus, hat aber angenehme spielerische Konsequenzen. Wir können jetzt endlich weitere Areale der Welt erkunden, zumindest bis wir irgendwann vor der nächsten verschlossenen Pforte stehen. Es heißt also, weiter durch die Gegend streifen und sich irgendwie in der verwinkelten Levelstruktur zurechtfinden. Gar nicht mal so einfach ohne Karte. Wir fühlten uns in Scorn gelegentlich verwirrt und verloren, was von den Entwicklern aber wohl beabsichtigt wurde. Laut offizieller Beschreibung ist die Idee hinter dem Spiel, in eine fremde Welt hineingeworfen zu werden. Das kann zwar teilweise schon ein wenig frustrierend werden, zwingt euch aber eben auch dazu, euch mehr mit eurer stimmungsvollen Umgebung zu beschäftigen. Beim trostlosen Leveldesign haben sich die Macher stark an HR Giga orientiert. Der Schweizer war unter anderem für den Look des Aliens aus Ridley Scotts gleichnamigen Horrorfilmklassiker verantwortlich und ist vor allem für seine Biomechanoiden bekannt, also morbide Verschmelzungen von organischen und technischen Elementen. Auch beim polnischen Künstler Dzisław Bikszynski hat man sich ein klein wenig was abgeguckt. Das Ergebnis ist eine seltsam vertraute und gleichzeitig fremde Spielwelt. Einige Gegenstände erkennt man direkt wieder. Klar, das hier ist ein Aufzug und das irgendeine Art von Kreissäge. Aber was hat es mit den ganzen obskuren Maschinen auf sich? Warum sind die hier und welchen Zweck haben sie? Scorn ist ein undurchdringliches Rätsel. Ein surrealer Albtraum aus Fleisch und Fasern. So als wäre die gesamte Welt um euch lebendig. Eine Entität für sich. Überall pulsieren irgendwelche Adern vor sich hin, Schleim tropft von der Decke, Hautfetzen flattern durch die Gegend. Und auch die Hauptfigur, die aussieht, als sei sie gerade aus einer Körperweltenausstellung ausgebrochen, ruft dem Spieler eher ein unbestimmtes Gefühl von Unwohlsein hervor. Gleichzeitig schafft das Spiel aber auch eine erstklassige Atmosphäre, eine Art kosmischen Grusel. Es gibt, zumindest im gespielten Prolog, keine geskripteten Jumpscares, keine adrenalingeladenen Verfolgungssequenzen, in denen ihr vor irgendeinem unmenschlichen Grauen davonlaufen müsst. Die dauernde Gänsehaut entsteht alleine durch die unheimliche Umgebung, dadurch, dass man nicht versteht, was abgeht und hinter der nächsten Ecke immer direkt das Schlimmste erwartet.
Dabei hilft nicht nur die Optik, die zusätzlich noch in einen undurchdringlichen Nebel getaucht ist. Auch die Soundkulisse ist enorm gelungen. Scorn arbeitet eher mit spärlicher Musik. Meist habt ihr nicht mehr als ein beunruhigendes, bedrohendes Grollen im Hintergrund. Das ist aber gepaart mit jeder Menge Effekten. Dem Knarzen antiker Apparaturen, dem Wind, der heulend durch die Gänge weht oder dem Schmatzen fleischiger Gegenstände. Dieser Mix lässt euch die Nackenhaare zu Berge stehen. Auch das Gefühl von Hilflosigkeit ist in Scorn ein wichtiger Aspekt. Ihr könntet euch gegen mögliche Gefahren nicht mal wehren. Später gibt es zwar ein paar Waffen, in unserer Demo wurde uns beispielsweise ein lebendiges Gewehr in die Hand gedrückt, wirklich geballert wird mit den Dingern aber nicht. Scorn ist kein First-Person-Shooter, das haben uns die Entwickler im Rahmen unserer Anspielsession noch einmal ziemlich deutlich gemacht. Für spielerische Tiefe sorgen stattdessen vereinzelte Rätsel. Zur Erinnerung, wir stehen in unserem Fall etwa immer noch vor einer verschlossenen Tür. Für die braucht es einen zweiten Öffner, der sich wiederum nur an einem zweiten linken Arm befestigen lässt. Es geht also auf die Suche nach Frischfleisch. Das holen wir uns aus einer Art Brutnest, in dem mehrere Eier schlummern. Die meisten davon sind allerdings kaputt, sodass wir uns durch ein Schieberätsel erst an die wenigen intakten Exemplare vorarbeiten müssen. Beim Puzzeln ist ein wenig Logik gefragt. Vielleicht auch ein wenig zu viel. In unserer Demo wurde der Abschnitt daher von den Entwicklern übernommen, um Zeit zu sparen und uns mehr vom Spiel zeigen zu können. Am Ende dauerte das Ganze aber immer noch gute 5 Minuten, nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Schließlich landet dann aber eines der Eier in unserem Schiebewagen und wir können einen näheren Blick auf seinen Inhalt werfen. Ein menschliches Häufchen Elend, eingequetscht in einer viel zu kleinen Schale. Wimmernd, verängstigt, man kann quasi den Schmerz in seinen Augen sehen. Seine Existenz ist nicht mehr als eine nie enden wollende Qual. Über ein Schienennetz karren wir die Kreatur durch die Gegend. Hier und da müssen wir ein paar Weichen umstellen, das ist aber kein Hexenwerk. Und am Ende erreichen wir eine Kammer, wo quasi die Extraktion unseres Testsubjekts ansteht. In der Praxis artet das in ein absolutes Blutbad aus. Der humanoide Klumpen wird mit gnadenloser Gewalt aus seinem Panzer gekratzt, als wolle man mit einem Melonenlöffel auch noch das letzte bisschen Fruchtfleisch rausholen. Es spritzt auch ähnlich viel rote Flüssigkeit. Wir können daher guten Gewissens attestieren, Scorn hält sich beim Gore nicht zurück. Die USK-Altersfreigabe ab 18 Jahren ist absolut gerechtfertigt. Die eine oder andere Szene im Spiel wird an etwas zarter Beseiteten nicht spurlos vorbeigehen. Das ist alles harter Tobak, Nightmare-Fuel. Das kann auch mal verstörend sein. Besonders dann, wenn man von den Entwicklern dann nachgesagt bekommt, dass man sich das Gemetzel auch hätte sparen können, weil es eine alternative Lösung gegeben hätte. Im Spielverlauf werdet ihr nämlich immer wieder mit moralischen Entscheidungen konfrontiert, in denen ihr dann wählen müsst, wie ihr vorgehen wollt. Mit einem reinen Gewissen lässt sich Scorn aber wohl nie abschließen, da braucht ihr euch keine Illusion machen. Das Adventure bietet zwar verschiedene Pfade, die führen aber immer zum selben Ziel. Das Spielerlebnis ist also absolut linear. Wie ihr das große Finale nach guten 6 bis 8 Stunden Spielzeit deutet, bleibt dann aber wiederum euch überlassen. App Software ließ im Gespräch durchsickern, dass man sich auf kein klassisches Ende einstellen sollte, sondern auf eines, das für jeden Spieler so ein wenig anders sein wird, je nach Interpretation des Gesehenen. Das passt gut zum ohnehin eher unkonventionellen Ansatz des Spiels. Es gibt keine Zwischensequenzen, keine Dialoge, keine lesbaren Sammelgegenstände. Es geht vielmehr darum, die gebotenen Eindrücke zu begreifen und für sich selbst einzuordnen. Eine grundsätzlich spannende Idee, bei der man allerdings schauen muss, wie sie bei der Community ankommt. Die kann sich schon relativ bald selbst an Scorn versuchen. Das First-Person-Horror-Adventure erscheint bereits am 21. Oktober für den PC via Steam und Microsoft Store. Außerdem ist eine zeitlich exklusive Konsolenversion für die Xbox Series geplant. Der Titel wird direkt ab Release im Game Pass enthalten sein. Auf welches Horrorspiel freut ihr euch dieses Jahr noch besonders? Schreibt uns doch mal in die Kommentare. Lasst uns auch ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und für alles weitere aus der Welt der Videospiele, schaut doch mal auf pcgames.de vorbei.